Servus Freunde, willkommen hier zurück auf der Stappenbach. Wir sind im Duett, mit dabei ist der Hobbit. Moin. Ja, neuer Part, neues Glück würde ich fast sagen. Nicht ganz, weil wir hatten schon mal was aufgenommen. Aber mein Rechner hat mir Strich durch die Rechnung gemacht. Während der Part einfach mal Ausgang. Ah, nicht verkehrt. Ja. Ich war natürlich jetzt am Ballestapel gewiss. Jetzt sehen wir natürlich, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich so weit durch nie komme. Ah, doch. Doch, klappt. So weit nach hinten. Ja. Livestream. Hatte mal gestern gehabt. Ich weiß nicht, wer von euch dabei war. Hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Hatten viel zu lachen. Wer eine verpasst hat, kann ich entweder auf Twitch oder hier in, auf meinem YouTube-Kanal verfolge. Ich habe mir ja, von Twitch hoch rübergeladen. Wollte eigentlich der Part sein, wo halt veröffentlicht wird. Der Twitch Stream, aber irgendwie hat YouTube den Part direkt freigeschaltet. Dann habe ich gedacht, okay, dann lassen wir noch frei. Bringt jetzt nichts, den Part nochmal rückgängig zu sperren. Schlossen einfach auf. Dann ziehen halt jetzt nochmal wie Ballestapel. Da hat es mir natürlich auch nochmal Strich durch die Rechnung gemacht. Also sehen jetzt nicht mehr ganz so viel wie Stapel. Dann habe ich ein bisschen was erspart. Obwohl ich sagen muss, es klappt diesmal richtig gut. Bin selbst erstaunt, wie gut ich da halt die Ballos aufsetze. So war es noch nie. So gut. Dann würde ich sagen, setzen wir da gerade noch einer da hinten drauf. Oder zwei. Und dann. Ah, kann ich bei eher einen Ball nochmal hochfahren, wie es aussieht. Verdammt. Ja, mal gucken, dass wir die irgendwie unterbringen. Also kann ich auf die Gabel auch noch einer machen. Ja, ich habe noch fünf Balle, glaube ich, oder so. Zwei kriege ich auf der Hänger. Und dann gelitte Brigitte. WhatsApp-Bild gesehen, was gemacht habe. Ja, das Problem ist, ich bin froh, dass ich die jetzt gerade mal so auf der Hänger noch bis hin und aus geschoben kriege an die Balle. Und eigentlich gedenkt, dass ich höchstfall 8, 11 Ball auf der Hänger kriege. Aber dass ich da jetzt bald das ganze Feld auf dem Hänger habe, hätte ich jetzt nicht halt gedenkt. Halt drauf an, dass das festhalte, dass wie hoch das geht. Manche hängen das hier bloß auf der ersten Reihe. Mhm. Halt Problem. Notfalls kann ich da ja kurz helfen. Nicht so gut kann ich mir den Ball aufladen. Ja, geht schon. Muss nur weit genug hinkommen. So ein bisschen mal Joystick zum Einsatz kommt, ne? Ja. Nicht nur die Taste vom Panel. So, Lemo, ich hätte alles gepresst. Ach Gott, hätte ich doch Balle gehabt. Hätte doch auch Balle, hätte das so mit dem Mähwerk und so richtig funktioniert. Ja, ich muss halt gucken, dass ich wahrscheinlich schon das falsche Eck. Also mal mittig nehmen. Setzen wir nochmal ab. So. Ob sich die Luzerne vielleicht doch gemäht haben, bloß wieder Anzeigefehler war, so wie bei der Visa.
Gab's aber eher nicht. Na dann gucke, dass wir da noch Mod oder so drin machen. Fehler beheben. Na gut, was willst du für ein Mod drin machen? Jetzt mal ich bin der von Norcon. Ja gut, gut, dann ich gucke, du kannst schnell einfach Mods drin machen. Am Schluss, wenn der sich mit dem Map nicht vertraten, dann haben wir. Jo. Das ist halt das Problem. So, jetzt haben wir da noch 3 Balleleier. Toll. Krieg ich auf die Gabel. Alle 3? Jo, hab doch das Bild gesehen. Ich hab 4 Stück drauf gehabt. Ich probier das aber ja nach da. Er hat auf den Hänger gelegt. Wenn er leider bleibt. Wie Steffen halb voll die Balle briss. So, Ball ist drauf. Ha! Ich sag, ich bin nicht drauf. Nur wie ist die Frage, ne? Hauptsache bleibt gleich, bis wir im Hof sind. Wann habt ihr denn wieder runterkriegt? Ja, müsste ich runterkriegen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Nicht immer, aber meistens. Ist so Runa leicht, muss ich aber bloß die Balle ohne Tuner wegziehen. Dann können wir eigentlich ab zum Hof düsen. Erstmal der Hänger drauf, Bordwand hochklappen und dann hoffe ich, dass der da oben drauf bleibt, bis wir im Hof sind. Oder ob er mal hin auf den Hänger, auf den Schlepper drauf donnert. Aber normal müsste er leihe bleiben. A plus. Linke Bordwand. J. N. Ein. K. Und K. Und J. So. Bordwänden sind zu. Ballen sind befestigt. Gott, der Hänger, der ist einfach so geil. Wie geht der so gut ab, der Ballehänger? War doch nicht. War teilweise gemäht. Was? Ich sag, scheppern wir mal schön gemütlich langsam zum Hof. Da soll er drauf bleiben. Tempo 5. So, 30 km/h, das langt. Dann tun wir die vordere 2, wo auf der Gabel sind, gleich instreuen. Ach Gott. Herrlich. Derb geladen ist. So schön, ich noch nie geladen war, also Balle war geladen. Ne? Brutal. Wird immer besser. Vor allem, was mir gut abgeht, ist, dass die attached bleiben. Und vor allen Dingen. Oh. Bin ich rausgeflogen? Okay, dann mache ich auch mal lieber Speicherer.
Weil das hatten wir halt schon öfters, dass jemand rausgeflogen ist, entweder vom Spiel oder allgemein, bevor ich jetzt noch rausfliege und wir haben das Safe Game nicht gespeichert. Ich habe keine Lust nochmal zu stapeln. Aber bei uns ist da glaube ich wieder Unwetter draus. Kann natürlich sehen, dass da irgendwo der Blitzen gedonnert hat. Das ist ja bei uns im Moment gang und gäbe. Blinke brauche ich eigentlich nicht, so keiner unterwegs im Moment. Bin jo allein. Ja, auf jeden Fall, Stream war richtig fett. Nochmal danke an alle, wo dabei waren. Hat echt super viel Spaß gemacht. Hoffe, dass das mal vielleicht noch öfters mal wiederholen können. Wenn jetzt habe ich ja noch ein bisschen Urlaub, dann dürfte das vielleicht kein Problem sein. Und ja, war schon geil, hat richtig Spaß gemacht. Gut, am Anfang wahrscheinlich vergessen auf den Knopf zu drücken, dass der Ton vom Steffen und vom Hobbit mit dabei sind. Allgemein der Sound vom Spiel. Aber wir haben sie gemerkt, Gott sei Dank. So, anheben. Hier rumkommen. Do ab. Ach, gucken wir da. Ah, ne, da ist noch was drin. Ich habe hier die vorher gespult. Was haben wir? Schweine überhaupt? Da. Schwein 1. Ja, ich habe noch alles außer Stroh. Ne? Toll. Das können wir natürlich. Kleimo. Jetzt gucken wir erstmal. Balle löse. Für den Hänger. X. Shake sie wie ein No-Gap-Hanna mal. Machen die Bordwand. Das ist falsch. Wir machen die runter. Na. Schön drauf bleiben, ne? Oder wir machen sie mal noch. So, fest. Fertig. Machen wir jetzt groß. Warte. Ich bin gleich jetzt da rum. Ah. So. Ich würde so direkt nehmen. Dass die mal gut in Gebett sind da. Die Freunde da. Aussteigern und einstreuen. Zack. Zack. Und weil es so schön ist, wenn wir gerade eine Ende Grasballe da noch, dann können wir da hinten schön Strohballe aufsetzen. Dann haben wir die Halde hier frei. Sowieso mal überlegen, falls ich jetzt dann Wiss mähe und mache Heuballe, die werde ich wahrscheinlich gerade unten auf der Wiss leihen, also das
ist Wahnsinn, oder? Dass man da jetzt dann alles gemischt hinstellt. Braucht man ja nicht. Dann fahrt man runter auf die Wiese, holt sich zwei Ballen zum zum Füttern und ist gut. So, dann tun wir den Akler hinstreuen. Zack. Also schön mampfen können. Und dann würde ich sagen, fangen wir da mal runter zu laden. Gucken, ob wir den noch nicht kriegen. Können wir nämlich immer schnell zwei Ballen runternehmen. Aber ich denke. Hoppla! Ich kann mir vorstellen, dass der zu viel ist. Ja. Aber war nicht bloß mit der Nervamogelei jetzt. So. Gut. Dann würde ich aber auch sagen. Ich weiß nicht, ob der Hobbit wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr reinkommen. War es das auch schon wieder für den Part. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin, rinhaue. Tschüss.